Ey Schatz, hol mir mal ein neues Sägeblatt. Das ist schon wieder stumpf hier. Ja, ich hole ein neues. Warte. Verdammt, keine Sägeblätter. Und keine Säge. Dann muss ich wohl mal zum Nachbarn. Genau, der hat bestimmt noch eine. Grüß dich, Wolfgang. Ach, Bernhard, grüß dich. Du sag mal, ich hab mal eine Frage. Komm erst mal rein, trink mir erst mal einen Kaffee. Ja, eigentlich wollte ich jetzt direkt... Ach, komm, trink mir einen Kaffee. Schmeckt, ne? Prost. Prost. Du sag mal, habe ich dir eigentlich schon von meinem neuen Trecker erzählt? Nein, du hast dir einen neuen Trecker gekauft. Jo. Letzte Woche. Gibt's ja gar nicht. Soll ich dir mal zeigen? Ja, zeig mir den mal. Komm. 12 Liter MAN-Motor, 500 PS, das Ding ist einmalig. 100 PS? Ja, aber weißt du was, das Ding ist eigentlich viel zu groß für meine Flächen. Ja, was willst du denn damit auch hier? Der passt ja nirgendwo hin. Und, weißt du, dass Inge jetzt bald schwanger wird? Schwanger wird? Wird oder ist? Ist. Ja, dann hoffentlich von dir. Ja, klar. Komm, darauf trinken wir erstmal einen Schnaps. Na gut. Prost, Prost. Ich hol uns mal ein Bier. Ich wollte mir noch eine Säge von dir ausleihen. Was hast du gerade nochmal gesagt? Ich wollte fragen, ob du mir vielleicht eine Säge leihen kannst. Ja, können wir gleich mal schauen gehen. Ja. Prost. Prost. Aber das mit der Säge, das ist dringend. Ja, komm, gehen wir mal schauen. Meine Frau hat letztens auch schon wieder mit mir geschimpft und sagt zu mir, ich soll nicht mal so viel trinken. Ja, und was hast du ihr gesagt? Dann habe ich mit ihr geschimpft und habe ihr gesagt, sie soll nicht mit mir so viel schimpfen. So sind sie. Das sind die Frauen. Die sollen nicht ihre Probleme immer zu meinem Problem machen. So sehe ich das auch. Ich habe ja schließlich keine. Prost. Wolltest du mir nicht noch die Säge zeigen? Richtig, ich schau mal. Ja, ich gucke. Hier ist die Säge. Und hier ist der Spaß. Prost. Prost. Der ist gut. Das stimmt. Was ist das für ein Zeug? Das ist der Einfachbauer Treckersprit. Und den gibt es jetzt bei Einfachbauer im Shop. Der ist echt gut. Komm, gib mir noch einen. Wann gibt es denn eigentlich bei dir so ein neues? Du kennst das. Viel Arbeit, wenig Geld. Hm. Ach du, das ist bei mir nicht anders. Naja, ich muss dann jetzt auch mal rüber. Wir sehen uns.
Mit dir geht's geil, K.O. Komm, lass uns doch noch eins ziehen. Jo. So. Wichtig ist, man muss das Leben genießen. So sieht's aus. Prost. Und das machen wir jetzt. 100%. Prost. Ja, Prost. Weißt du, was ich dir sagen wollte? Nein. Oder muss? Ich bin so froh, dass du mein Nachbar bist. Dass du mein Nachbar bist, das finde ich so toll. Ich bin aber auch froh, wirklich so einen geilen Nachbar mit dir zu haben. Einmalig. Komm mal her. Prost, mein Lieber. Prost. Du bist ein guter Nachbar. Du auch. Schön, dass ich mein Nachbar bin. Dass du dein Nachbar bist. Ja. Das ist dein Nachbar, unser Nachbar. Wir, schön, dass wir sind unsere Nachbarn. Schön, dass wir sind unser Nachbar. Prost. Das musst du eingestehen. Gibt's ja ein Problem. Gibt's ja ein Problem. Sag mal, Schatz, was ist mit dir und warum klingelst du überhaupt? Damit du mir die Tür aufmachst. Und was machst du überhaupt für einen Lärm? Meine Schuhe sind umgefallen. Ja, aber das macht doch nicht so einen Lärm. Doch, ich stand nämlich noch drin. Und wo ist meine Säge? Welche Säge? Das war unser geiles Video, mit dem wir einfach mal sagen oder aufzeigen wollten, wie toll es ist, auf dem Land zu leben, beziehungsweise wie toll das Dorfleben ist. Hier ist es nämlich einfach, unbeschwert und leicht, rübergehen zum Nachbarn, sich eine Säge ausleihen und ohne Säge wiederkommen. Hier ist keiner sauer auf den anderen, hier hilft man sich, hier unterstützt man sich und man zeigt sich solidarisch. Prost. Na dann. Was ich sagen wollte. Guck mal da. Der kriegt's nicht hin, ey. Doch, jetzt. aber da ist Wasser drin. Ja, wir kriegen natürlich keinen Alkohol mehr. Nein, was ist denn das? Oh. Okay, gut. Okay, kann man wieder auf mich und... Ist der leer schon, ne? Den habe ich nicht in der Hand, der ist leer, ne? Ne, der ist voll. Und? Siehst du doch. Den habe ich nicht in der Hand und der ist leer. Doch, den hast du in der Hand und der ist voll. Also habe ich den jetzt in der Hand und der ist voll, oder? Und bitte. Gibt's denn so ein Neues bei dir? Und, warte. Nein. Oh, Scheiße. Und, bitte. Gibt's denn so ein Neues bei dir? Mensch, ist das süß. Was hab ich jetzt? Kevin, und bitte. Ich habe den Text vergessen.